Hallo und herzlich willkommen zu meinem 9. Tutorial. Bei meinem letzten Video habe ich dir gezeigt, wie man Fässer schön platzieren kann. Heute möchte ich dir aufgespießte Köpfe zeigen. Die aufgespießten Köpfe passen gut in eine schaurige Burg. Für dieses Bauwerk habe ich wieder Custom Heads verwendet. Als Alternative könntest du auch Skelettköpfe verwenden. Weiters benötigst du noch 2 Bruchsteinmauern, 4 Schwarzeichenholzzäune und 5 Eisengitter. In der linken und in der rechten Ecke platziere ich die Bruchsteinmauern. Dann baue ich mit den Schwarzeichenholzzäunen. Als nächstes bauen wir mit den Eisengittern. Als nächstes bauen wir mit den Köpfen. Schön, und nun sind wir wieder fertig. Danke und bis zum nächsten Mal.